Hallo liebe Leute, heute möchte ich euch auf eine kleine Tour durch die grüne Hölle mitnehmen. Nürburgring, Nordschleife. Der Architekt war Gustav Eichler und die Baukosten betrugen 8,1 Millionen. Streckenlänge beträgt 20,832 Kilometer. Kurven gibt es 73, Kurvenüberhöhung heute 2. Baubeginn war der 1. Juli 1925, die Eröffnung am 27. Juni 1927 und ganz wichtig, darf man auch nicht vergessen zu sagen, Austragungsort der Formel 1 1951 bis 1976 bis zum schweren Unfall von Niki Lauda. Und wo genau das passiert ist, zeige ich euch auch hier im Video. Antoniusbuche. Bis 1935 stand direkt links neben der Strecke eine riesige Buche. Und direkt unter ihr soll sich direkt ein Altar befunden haben, der den Heiligen Antonius gewidmet war. Der Altar und die Buche mussten 1935 der Bundesstraße 258 weichen. Und es geht weiter hier mit die Streckenabschnitte. Jetzt Tiergarten. In Zeiten der Grafen von Nürburgring soll sich hier ein Begräbnisplatz für die im Kampf um gekommenen Tiere befunden haben. Die Hohenrain-Schikane wurde 1967 angelegt und verläuft entlang einer hochgelegenen Wiese. Vorher konnten die Fahrzeuge die hohe Geschwindigkeit von der Döttinger Höhe nahezu ungebremst auf der Start Zielgeraden mitnehmen. T13. Dieser Abschnitt ist nach der Tribüne T13 benannt. Hier befindet sich der ehemalige Start und Ziel mit der Boxengasse. Hier war bis 1998 die Zufahrt für Touristenfahrten. Auch ist hier der höchste Punkt der Nordschleife. Sabine-Schmitz-Kurve. Diese Kurve wurde nach der Rennfahrerin Sabine Schmitz benannt, die leider im März 2021 verstorben ist. Hatzenbach. Hier in diesem Streckenabschnitt verläuft ein gleichnamiger Bach neben der Strecke. Hocheichen. Für den Bau der Strecke wurden hier viele, viele hohe Eichen gefällt. Quiedelbacher Höhe. Dieser Abschnitt liegt auf einer Anhöhe oberhalb der Ortschaft Quiedelbach. Hier kam es bei Rennveranstaltungen immer wieder zu schweren Unfällen. Leider ist auch 2015 bei einem schweren Unfall ein Zuschauer ums Leben gekommen. Und hier galt denn in diesem Bereich bis zum Umbau in der folgenden Winterpause eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Flugplatz. Hier auf der linken Seite befand sich in den 1930er Jahren ein Segelfluggelände. Und direkt auf der Anhöhe am Ende des Abschnitts Flugplatz befand sich früher für die Zuschauer die Donnerbrücke. Schwedenkreuz. In dieser langgezogenen Linkskurve kommt es bei Touristenfahrten immer wieder zu spektakulären Unfällen. Und hier steht auch rechts neben der Strecke ein Steinkreuz aus dem Dreißigjährigen Krieg. 1638 wurde hier der Bürgermeister Kelberg Hans von Friedrich Datenberg von schwedischen Soldaten beraubt und erschlagen. Heute ist das 2,90 Meter große Steinkreuz mit Eisen verstärkt, nachdem es 1895 zu Bruch gegangen war. Aremberg. Die enge Rechtskurve hier ist einer der wenigen Bereiche der Nordschleife, der auch mit einem Kiesbett ausgestattet ist. Circa 10 Kilometer nordwestlich befindet sich der Aremberg und konnte in den 1930er Jahren von hier aus gesehen werden. Postbrücke. Heute nicht mehr im Betrieb. Aber hier führte damals eine
Poststraße zwischen Adenau und Quiddelbach mit einer Brücke über den Nürburgring. Fuchsröhre. Während der Bauarbeiten der Nordschleife versteckte sich hier ein Fuchs in einem Drainagenrohr und die Bauarbeiter gaben den Abschnitt diesen Namen Fuchsröhre. In der Fuchsröhre, die tiefste Stelle der Senke, wo wir uns jetzt befinden, wird auch als Kompression bezeichnet. Adenauer Forst. Die Nordschleife führt hier durch den Forst der Gemeinde Adenau. Während der Touristenfahrten ist der Adenauer Forst ein beliebter Treffpunkt für Zuschauer. Leider kommt es auch hier immer wieder zu Unfällen von Fahrzeugen, die im Adenauer Forst über die hohen Körbs auf die Wiese ausweichen müssen und von Fahrern, welche die letzte Rechtskurve zum Driften nutzen. Allerdings ist das Driften während Touristenfahrten jedoch untersagt. Trotzdem gibt es immer wieder Fahrer, die anfangen zu driften. Metzgesfeld, das ist die im Grundbuch eingetragene Flurbezeichnung. Und der Eigentümer der dortigen Felder war ein Mertges. Kallenhardt. Der Kallenhardt steht für einen Bergwald oder ein bewaldeter Hang. Der Kallenhardt ist auch eine 471 Meter hohe Erhebung, um die der Streckenabschnitt herumführt. Die nächste Kurve, die Linkskurve hier, bezeichnet man auch inoffiziell als Spiegelkurve. Früher standen in der Spiegelkurve noch Hecken und die Fahrer haben sich da regelmäßig die Spiegel abgefahren. Deshalb die inoffizielle Bezeichnung Spiegelkurve. Jetzt folgt die Dreifach rechts. Die Dreifach rechts ist eine Kombination aus drei aufeinanderfolgenden Kurven und diese Kurven können komplett mit einem Lenkeinschlag gefahren werden. Wehrseifen. Die enge Linkskurve ist der langsamste Bereich auf der Nordschleife. Seifen ist auch eine Bezeichnung aus dem Mittelniederdeutschen für das Bachtal. Der Wehrseifen war im Mittelalter die Grenze zwischen den Herrschaftsbereichen Adenau und Breitscheid. Ausfahrt Breitscheid, benannt nach Breitscheid, ein Stadtteil von Adenau. Hier befindet sich eine Ausfahrt, die man natürlich während Touristenfahrten nutzen kann. Allerdings darf man auch nicht vergessen zu erwähnen, das Ticket für die volle Runde verliert, wenn man hier rausfährt, die Gültigkeit. Die Ausfahrt Breitscheid ist zudem der tiefste Punkt der Nordschleife. Exmühle. Hier sollte nach früherer Planung die Start- und Zielgerade entstehen. Allerdings stellte der Mühlenbesitzer die notwendigen Grundstücke nicht zur Verfügung. Am Exbach außerhalb von Adenau stand während der Bauphase noch eine Mühle. Die nächste Kurve, die Linkskurve, wird inoffiziell auch als Lauder links bezeichnet. Genau in dieser Linkskurve hier hatte Niki Lauda seinen bösen Unfall am 1. August 1976 mit seinem Ferrari 312T und zog sich leider schwere Verbrennungen zu. Es war wirklich ein sehr, sehr schwerer Unfall. Niki Lauda fuhr mit 200 km/h aus der Kurve und verliert wahrscheinlich während eines Achsendefekts die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schlug gegen die Leitplanke, verlor den Helm, die Tanks brechten und das Benzin entzündete sich. Vier Rennfahrer stoppten ihre Wagen, eilten Lauda zu Hilfe. Der war ca. eine Minute bei 400 Grad schon in sein Fahrzeug gefangen. Gott sei Dank kamen die Rettungsfahrzeuge kurze Zeit später zur Unfallstelle. Bergwerk.
Hier im Bergwerk wurde bis ca. 1900 Blei und Silber gefördert. Kesselchen. Während den Bauarbeiten entstand diese Bezeichnung, weil die Strecke hier durch einen Talkessel führt. Der Name bezieht sich auf die Form des Talkessels. Mutkurve. Diese Kurve nennt sich Mutkurve, weil nur die wenigsten Fahrer sich trauen, diese Kurve mit wenig Abbremsen und dann mit Vollgas zu nehmen. Es braucht natürlich viel Überwindung, die Kurve mit sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten zu fahren. Und das trauten sich nur die mutigsten Fahrer, deshalb die Bezeichnung Mutkurve. Klostertal. Hier gab es im 14. Jahrhundert ein Johanniterkloster. Steilstrecke. Die Steilstrecke führt da geradeaus durch den Wald und hat eine 27-prozentige Steigung. Ursprünglich wurde die Steilstrecke auch für Fahrzeugtests gebaut, aber heutzutage wird die Steilstrecke nicht mehr befahren. Cariziola-Karussell. Und zwar wurde 2001 das Karussell umbenannt, und zwar zum 100. Geburtstag von den Rennfahrer Rudolf Cariziola. Und außerdem ist das Karussell auch einer der letzten europäischen Rundstreckenmotorsport genutzten Steilkurven. Der innere Teil besteht aus Betonplatten und ist zu 30% überhöht. Der äußerste Teil ist flacher und asphaltiert. Im Motorsportbetrieb bzw. Rennbetrieb wird der in der Regel immer der innere Teil durchfahren. Umgangssprachlich wird das Cariziola-Karussell auch großes Karussell genannt. Der Posten 147. Der Posten 147 ist eine kleine Hütte, auch Alm genannt, in einer Kurve zwischen dem Karussell und der Hohen Acht. Hohe Acht. Mit 747 Meter ist er der höchste Punkt der Eifel und der Streckenabschnitt ist nach dem 1400 Meter entfernten gleichnamigen Berg benannt. Außerdem ist hier der zweitgrößte Punkt der Nordschleife. Hedwigshöhe. Die Hedwigshöhe ist nach der Ehefrau des Landrats Otto Kreuz, den geistigen Vater des Nürburgrings, benannt. Hedwig Kreuz soll hier die Aussicht genossen haben, während ihr Mann auf der Baustelle arbeitete. Wippermann. Der Streckenabschnitt Wippermann war früher durch lange Bodenwellen geprägt. Aber diese wurden 1970 entschärft. Außerdem kommt der Name Wippermann durch das Auf- und Abwippen der Fahrzeuge. Eschbach. Namensgeber sind ein gleichnamiger Bach und der Ort Heeresbach-Eschbach. Und es standen da ursprünglich mal viele Eschen. Brünnchen, ein Quellgebiet für die Gemeinde Herschbroich. Von hier aus führten um die Jahrhundertwende Bewässerungsleitungen in die Gemeinde Herschbroich. Bei Touristenfahrten verlierten Fahrer am Brünnchen immer wieder die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und landeten dann oft im Kiesbett oder an den Leitplanken. Sehr gefährliche Unfälle waren dort zu sehen.
Da deshalb im Bereich der zweiten Rechtskurve viele, viele Videos immer wieder gedreht wurden und auf YouTube hochgeladen wurden, hieß diese Kurve auch YouTube Corner. Eiskurve. Diese Kurve trägt den Namen Eiskurve, weil bei schlechter Witterung gilt diese Kurve als besonders rutschig. Pflanzgarten. Hier befanden sich im Mittelalter die Gärten der Grafen von Nürburg. Sprunghügel. Hier verlieren Straßenfahrzeuge und auch zum Teil die Reifen modernster Rennwagen immer wieder den Kontakt zur Fahrbahn. In den Streckenabschnitt Pflanzgarten und Pflanzgarten 2 befinden sich der kleine und der große Sprunghügel. Vom kleinen Sprunghügel geht es jetzt weiter zum großen Sprunghügel. Der Pflanzgarten 2 wurde 2013 offiziell zu Stefan Bellof S. umbenannt. Stefan Bellof fuhr am 28. Mai 1983 mit seinen 620 PS starken Porsche 956C eine Rekordrunde von 6 Minuten 11,13. 35 Jahre und 31 Tage blieb Bellofs Rekordrunde von 6 Minuten 11,13 unangefochten. Im Jahr 2018 wurde der Rundenrekord von Stefan Bellof geknackt. Am Morgen des 29. Juni 2018 fuhr Timo Bernhard mit seinem Porsche 919 Hybrid eine Bestzeit von 5 Minuten 19,546 und schrieb damit Motorsportgeschichte. Schwalbenschwanz. Der Name kommt wegen des Streckenverlaufs. Auf den Planungskarten und in der Vogelperspektive sah die Strecke aus wie das Ende eines Schwalbenschwanzes. Kleines Karussell. Wie das Carriziola-Karussell ist auch das kleine Karussell innen mit Betonplatten ausgelegt. Der Kurvenradius und die Überhöhung sind jedoch deutlich geringer. Galgenkopf. Der Name wurde ebenfalls von Flohnamen übernommen. Hier befanden sich die ehemaligen Richtstätten und der Galgen der Grafen von Nürburg. Döttinger Höhe. Die lange Gerade auf der Höhe ist nach der nahegelegenen Gemeinde Döttingen benannt. Auf der Nordschleife gibt es natürlich noch weitere Streckenrekorde neben den Streckenrekorden von Stefan Bellof und Timo Bernhard fuhr Romain Dumas 2019 mit einem Volkswagen Elektrofahrzeug eine Zeit von 6 Minuten 5,336. Und Marco Engel fuhr 2022 in einen Mercedes AMG One, ein Auto mit Straßenzulassung übrigens, eine Zeit von 6 Minuten 35,183. Streckenrekord Formel 1. Im Jahr 1975 fuhr Clay Regazzoni im Ferrari eine Zeit von 7 Minuten 6,400. Allerdings war das die 22,835 Kilometer lange Variante vor dem Umbau. Auf der Nordschleife finden viele, viele Rennen statt. Das interessanteste und spannendste Rennen ist wahrscheinlich das 24-Stunden-Rennen auf den Nürburgring, aber es gibt natürlich auch das VLN-Rennen, RCN-Rennen, NLS-Rennen, INT-Rennen, Truck-Rennen, Oldtimer-Rennen und auch Motorradrennen und vieles, vieles mehr.
Aber nicht nur motorisierte Fahrzeuge fahren Rennen auf der Nordschleife. Es gibt auch Rad- und Lauftreff und ganz groß ist auch immer Rad am Ring. Da fahren die Leute mit einem Fahrrad auf den Nürburgring. Auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung, über die Nordschleife mit einem Fahrrad zu fahren. Ich hoffe, die Reise über die Nordschleife, über die grüne Hölle hat euch gefallen. Auf jeden Fall war es sehr, sehr spannend. Gibt es ja echt viele, viele Streckenabschnitte und vielleicht kannte der ein oder andere von euch die noch nicht alle so komplett. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein Abo dalassen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mach's gut und bis bald.